بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute möchte ich über das Thema reden: Warum ist es vernünftig, an Mohammed, Friede und Segen mit ihm, sallallahu alaihi wasallam, zu glauben? Warum ist das vernünftig? Warum rede ich über dieses Thema und beziehungsweise für wen rede ich über dieses Thema? Erstmal natürlich für Nichtmuslime, damit sie den Glauben zum Propheten, Friede und Segen mit ihm finden. Und als zweites auch für Muslime, damit wir mehr Argumente haben, um Menschen auch zum Islam einzuladen. Ich glaube, dass ich für dieses Thema sehr passend bin, weil ich mich in einer Zeit in meinem Leben einmal auf der Wahrheitssuche befunden habe und auch seit vielen Jahren mit Zweiflern zu tun habe, mit Abtrünnigen auch zu tun habe, ja, die vielleicht sogar vom Islam abgefallen sind, oder mit interessierten Islam-Interessierten zu tun habe, mit Hatern, mit Islam-Hassern zu tun habe. Und eine Sache, auf die es immer ankommt, wenn man mit Nichtmuslimen spricht, ist erstmal der Glaube an Gott überhaupt. Das heißt, gibt es einen Gott, gibt es einen Schöpfer? Und dann geht es schon los: War Mohammed ein Prophet? Ist der Koran das wahre, unverfälschte Wort Gottes? Wenn man diese drei Sachen geklärt hat, der Glaube an Gott bzw. an die Einzigartigkeit und Einzigkeit Gottes, Allah, und der Glaube an den Propheten, der Glaube an den Koran, dann hat man jemanden vom Islam überzeugt. Heutzutage machen viele Muslime den Fehler in der Diskussion mit Nichtmuslimen, dass sie sich zu sehr auf Randgebiete verdrängen lassen. Ja? Sie fangen dann an, so viel, das heißt nicht, dass man das nicht darf, ich habe selber schon Vorträge darüber gemacht, sie fangen vor so viel darüber an, die Rolle der Frau im Islam, mehr im Islam, Kopftuch und so weiter und so fort. Dabei ist das Problem eigentlich alles geklärt, wenn wir jemanden davon überzeugt haben, dass Mohammed, Friede und Segen mit ihm, ein Prophet war und dass der Koran das unverfälschte Wort Gottes ist, mit dem der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, gesandt wurde. Denn wenn er glaubt, dass das von Gott ist, von seinem Schöpfer, wenn er glaubt, dass der Prophet ein Prophet war, dann brauche ich nicht mehr großartig zu erklären, warum beispielsweise eine bestimmte Sache, die ihm unangenehm erscheint, im Islam eine Pflicht ist. Dann brauche ich nur noch zu sagen, steht im Koran oder hat der Prophet Friede und Segen mit ihm gesagt. Und wir wissen, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die uns vielleicht unangenehm erscheinen, die Gott aber für uns bestimmt hat. Beispielsweise im Leben gibt es Sachen, die unangenehm sind. Wer wird schon gerne krank? Gott hat die irgendwo für uns bestimmt. Wer stirbt gerne? Gibt es jemanden, der gerne stirbt? Höchstens jemand, der Selbstmord begeht, aber nach dem Tod wird er dann höchstwahrscheinlich das nicht mehr so schön gefunden haben, dass er diese Sünde gemacht hat. Aber es sei denn, hat Selbstmord gemacht, weil er jetzt geistesgestört war oder was auch immer, verrückt war, weil es halt eine große Sünde ist. So. Das heißt, wenn wir über dieses Thema reden, ja, reden wir für Muslime, für Nicht-Muslime. Ja, und eine Sache, die sehr wichtig vorneweg zu erklären ist: Ich kann in einem Vortrag von einer Stunde unmöglich alle Beweise nennen, die es für den Propheten a.s.w. gibt. Denn beispielsweise Al-Bayhaqi hat ein Buch geschrieben, das heißt Dalail al-Nubuwa. Das sind 7 Bänder, je nachdem, was für eine Ausgabe man nimmt. Aber in der Regel sind das 7 Bänder. Ich meine, ich kann jetzt nicht hier in einem Vortrag 7 Bänder durchgehen. Es gibt so viele Beweise für das Prophetentum. Und hier ist auch etwas sehr, sehr wichtig für uns als Muslime zu erkennen, nämlich wer etwas nicht sehen will, der wird es nicht sehen. Wer ein absoluter Hater ist, der wird nichts Gutes sehen wollen. Und das sehen wir zum Beispiel an einigen wenigen oder an einigen Kuffaren der Zeit des Propheten, die nach den größten Zeichen, nach den größten Wundern den Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, nicht angenommen haben. Oder vor ihm seinen Vorgänger, den Propheten Isa a.s. nicht angenommen haben. Oder davor trotzdem gegen Musa a.s. gewesen und so weiter und so fort. Und der Prophet Ibrahim a.s. Immer wurden sie bekämpft. Es gibt immer Leute, die die Wahrheit nicht sehen wollen.
Und das sehen wir auch in unserem alltäglichen Leben. Beispielsweise, nehmen wir mal einen Kriminalfall. Ich will das mal hier mit einem Kriminalfall, will ich das mal vergleichen. In der Regel ist es so, wenn etwas vor Gericht kommt, gibt es nicht diesen einen Beweis, sondern in der Regel gibt es ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Und so ist es auch mit den Beweisen des Propheten a.s. Es gibt so viele Dinge, aber wer etwas nicht sehen will, der wird es nicht sehen. Nur die Vielzahl der Dinge, dieser Puzzlestücke, die sich zusammensetzen, sind in meinen Augen absolut unwiderlegbar. Und ich bin jemand, der das wirklich objektiv versucht hat zu sehen, als er nach der Wahrheit gesucht hat. Denn was hätte ich davon gehabt, den Islam anzunehmen? Das Leben wird nur schwerer für mich. Ich rede jetzt aus einer nicht-muslimischen Sicht. Ja? Es wird schwerer, eine Frau zu finden. Es wird schwerer, man muss auf bestimmte Angewohnheiten, die man hat, muss man verzichten. Guck mal, wer lässt schon gerne bestimmte Angewohnheiten sausen? Guck dir mal an, wie schwer einigen Leuten alleine es fällt, auf mit dem Rauchen aufzuhören. Schau dir mal an, wie vielen Muslimen es schwer fällt, beispielsweise bestimmte Angewohnheiten zu lassen, die sie sich angewohnt haben oder wo sie genau wissen, die sind 200% haram. So. Das heißt, wozu soll ein Nicht-Muslim den Islam annehmen, wenn er nicht davon überzeugt ist? Also ich bin davon überzeugt, dass diese Puzzlestücke sich zusammensetzen. Zurück zum Kriminalfall. Stell dir vor einem Gericht gibt es jetzt einen Kriminalfall und der Richter muss je nach den Beweisen, die zu ihm kommen, muss er urteilen. Ich will euch an diesem Beispiel zeigen, dass man jemanden, der die Wahrheit nicht sehen will, ihm die Augen nicht öffnen kann. Wer die Augen verschließt, wird die Sonne nicht sehen. Was ist der krasseste Beweis vor einem Gericht? Da ist zum Beispiel jemand wegen Mord angeklagt. Was wäre vor einem deutschen Gericht der krasseste Beweis? Ein Geständnis. Geständnis, der sagt ja, ich war es gewesen. Aber wisst ihr was? Ein Geständnis reicht nicht. Ein Geständnis reicht nicht unbedingt vor einem deutschen Gericht. Weil die sagen sich, vielleicht deckt der jemand anderen. Ich gebe euch ein ganz einfaches, aktuelles Beispiel. Ich garantiere euch, die Ermittler jetzt bei diesem Mordfall in Freudenberg, wo dieses Mädchen, die Ermittler von diesem Mordfall in Freudenberg, wo dieses Mädchen getötet wurde, ich garantiere euch, dass sie im Hinterkopf haben, vielleicht decken diese zwei Mädchen einen Erwachsenen, weil die Mädchen nicht schuldfähig sind. Die haben gestanden, aber die suchen die Tatwaffe noch. Wo ist denn die Tatwaffe? Die tun jetzt so, als wenn das alles abgeschlossen wäre. Das ist für die noch nicht abgeschlossen. Die tun so, weil sie wissen ganz genau, dass Mörder, wenn sie sich in Sicherheit fühlen, Fehler machen. So machen sie das meistens. So, das heißt, ein Geständnis ist dennoch nicht ein hundertprozentiger Beweis, weil es kann sein, dass jemand ein Geständnis macht, um einen anderen zu decken. Es kann sein, dass jemand ein erzwungenes Geständnis macht. Wie oft hören wir das in deutschen Medien, dass sie zum Beispiel islamischen Ländern vorwerfen, jemand hätte ein Geständnis gemacht, weil er zu dem Geständnis gezwungen worden wäre, obwohl sie dafür keine Beweise haben. Beispielsweise. Anderes Beispiel wäre, Fingerabdrücke sind zum Beispiel krasse Beweise. Da könnte aber jemand hingehen und sagen, ja, okay, ich war vorher dort gewesen, deswegen sind meine Fingerabdrücke dort. Zum Beispiel, vor einigen Jahren ist ein Mädchen vor 4 Jahren weggekommen in Berlin, die war, glaube ich, 16 Jahre alt, die sind sie heute, Rebecca heißt, die wird heute noch gesucht. So, wenn man jetzt an ihrer Kleidung DNA-Spuren von dem Schwager findet, der ja der Hauptverdächtige ist, dann wird man sagen, ja okay, da sind DNA-Spuren an der Kleidung, aber die DNA-Spuren, die waren ja zusammen. Die Fingerabdrücke, die waren ja zusammen. Das heißt, selbst das wäre noch nicht ein 100%. Das sind alles Indizien. Der hat kein Alibi, der hat kein Motiv und so weiter und so fort. Das heißt, die brauchen ein Motiv, die brauchen bestimmte Beweise, die das Puzzlestück zusammensetzen. Wenn jemand das nicht wahrhaben will, zum Beispiel eine Mutter, die ihren Sohn über alles liebt und die will nicht wahrhaben, dass der Sohn das gemacht hat. So.
Die haben den Sohn, der hat ein Geständnis gemacht. Dann sagt die, ja, der hat gelogen. Das haben die erzwungen. Die haben Fingerabdrücke gefunden und sagen, ja, der war bestimmt vorher dort gewesen. Ja, die finden DNA-Spuren, dann sagt die Mutter, ja, DNA-Spuren, aber der war vielleicht vorher dort gewesen. Die finden eine Videoaufnahme, sagt das Video, das ist gefaked. Oder das Video, das ist vielleicht ein Doppelgänger, der sieht ihm nur ähnlich. Das ist nicht mein Sohn, ich kenne meinen Sohn ganz genau. Wenn die Wahrheit nicht sehen will, sieht die Wahrheit nicht. Jemand, der die Wahrheit nicht sehen will, sieht die Wahrheit nicht. So, das ist nun mal so. Deswegen ist die Grundvoraussetzung auch für Nichtmuslime, die das Video sehen, dass man versucht, sich leer zu machen von allen Vorurteilen und sich das anhört. Und wie ich schon betont habe, das, was ich hier erwähne, das sind nicht alle Beweise, bei weitem nicht alle Beweise. Das sind nur in der Regel eine bestimmte Art von Beweisen, in der Regel aus dem Koran Aussagen, die eine Art Prophezeiung sind, die der Prophet a.s., wenn er ein Scharlatan gewesen wäre, wie die Islamhasser und Islamkritiker teilweise sagen, nicht gemacht haben könnte, die unlogisch gewesen wären, für ihn zu tätigen, diese Aussagen. Ja? Und hier möchte ich erstmal mit einem Problem der Islamhasser und Islamkritiker nochmal weitermachen. Vor allen Dingen die Islamhasser. Islamhasser sind für mich diese Leute, die nichts Positives sehen wollen. Islamkritiker, es gibt gewisse Kritiken, aber es gibt auch Leute, die eine gewisse Ehrlichkeit haben. Ich werde euch gleich ein Beispiel davon zeigen, weil eigentlich alle Orientalisten sind in der Regel Islamkritiker, aber einige davon haben eine gewisse Art von Ehrlichkeit. Ja? Aber diese Islamhasser, egal was du ihnen bringst, sie sind nie zufrieden. Und manche Leute kritisieren mich zum Beispiel im Internet, wenn ich mit bestimmten Leuten sehr, sehr hart umgehe. Ja? Vielleicht ist das in dem Einzelfall auch nicht berechtigt. Ich bin kein fehlerfreier Mensch. Aber in der Regel ist das so, ich habe mit dieser Fraktion von Menschen schon fast 20 Jahre Erfahrung. Ich habe 20 Jahre Erfahrung. Denn bevor ich mit der Dawa angefangen habe, habe ich solche Leute schon kennengelernt. Und ich weiß, dass diese Leute einfach notorische Lügner sind. Wenn zum Beispiel heutzutage jemand kommt und fängt an mit, der Islam ist schuld, weil. Und dann zeigt er zum Beispiel in der letzten Silvesternacht auf Berlin und auf Frankfurt und auf die Randalen. Und da sind irgendwelche Jugendlichen auf der Straße, Weiber am Begrabschen, besoffen am Rumgrölen, die Polizei mit Böllern am Beschießen. So, jeder von diesen Islamhassern kennt so viele Details vom Islam. Er weiß aber nicht, dass im Islam Alkohol verboten ist, besoffen über die Straße laufen verboten ist. Das heißt, wie kann das sein, dass er diese Menschen mit dem Islam in Verbindung bringt, wo er doch ganz genau sieht, dass die überhaupt nicht islamisch gekleidet sind, mit dem Islam von ihrem Verhalten her nichts zu tun haben. Vor wenigen Tagen waren große Ausschreitungen beim Champions League-Spiel von Neapel gegen Eintracht Frankfurt. Kein einziger vernünftiger Mensch würde auf die Idee kommen, diese Randalen von Hooligans, ja, mit dem Christentum in Verbindung zu bringen. Aber wenn in der Silvesternacht 2015 angeblich einige hundert Nordafrikaner, ich sage angeblich einige hundert, weil das waren wahrscheinlich weniger und es wurde wahrscheinlich viel größer gemacht, als es ist, da sind auf jeden Fall einige Sachen vorgefallen, einige Frauen begrapschen und betatschen und antanzen, dann wird daraus der Zweite Weltkrieg gemacht und dann kommt die Verbindung wochenlang in den Talksendungen, ja, weil die im Islam keinen Respekt vor der Frau lernen. Ja, erstmal im Islam lernen wir Respekt vor der Frau, aber im Islam lernen wir nicht, dass wir Silvester besoffen über die Straße rennen sollen und nach Sinne Unzucht suchen sollen, sondern Allah sagt uns, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, und kommt der Unzucht nicht nahe. Deswegen möchte ich mich hier, wie gesagt, auf einige Sachen beschränken.
Und ein Hauptproblem der Islamhasser ist, was man sofort bei ihnen merkt, was sie, die Gedanken, die sie sich machen müssen, ist: Es gibt gewisse Tatsachen über den Propheten, die man nicht verleugnen kann. Was gehört zu diesen Tatsachen? Zu diesen Tatsachen gehört, dass er in Mekka geboren ist. Zu den Tatsachen gehört, dass er einem edlen Stamm angehört hat. Zu diesen Tatsachen gehört, dass er verfolgt wurde, ausgewandert ist nach Medina und dass er am Ende seines Lebens sozusagen die überwiegende oder die ganze arabische Halbinsel unter sich hatte. Das sind Tatsachen, die man nicht verleugnen kann. Selbst der größte Islamhasser nicht. Eine Person, die es schafft, mit einigen wenigen Anhängern innerhalb von 23 Jahren und noch weniger 124.000 Menschen hinter sich zu versammeln. Zu einer Zeit, wo es kein TikTok gab oder YouTube gab oder geschweige denn eine Zeitung gab, sondern wo die Leute bis auf einige wenige Ausnahmen absolute Analphabeten waren. Diese Person, die das schafft, muss zumindest ein Genie gewesen sein. Sie muss zumindest etwas an sich gehabt haben, was die Leute dazu gebracht hat, an ihn zu glauben. Wie kann es sein, dass er sagt, er ist ein Prophet? Dass er sagt, er ist ein Prophet? Und es gibt tausende Leute, die das fest glauben, dass er ein Prophet ist, die so fest davon überzeugt sind, dass er ein Prophet ist, dass sie bereit sind, für ihn sein Leben zu opfern, dass sie bereit sind, für ihn zu sterben, dass sie bereit sind, für die Religion alles zu geben. Und das sind Sachen, die keiner verleugnen kann. Dass er, wie gesagt, am Ende seines Lebens tausende Leute hinter sich hatte, die bereit waren, für ihn zu sterben. Das heißt, selbst wenn jemand sagt, dass er kein Prophet ist, muss er zumindest, wenn er ein Nicht-Muslim ist, zugeben, dass der Prophet Mohammed eine geniale Figur in der Geschichte der Menschheit gewesen ist, mit einer krassen Überzeugungskraft. Anders geht es nicht. Aber was machen diese Leute? Diese Leute lassen kein gutes Haar an ihm. Er ist A'udhu billah, nach ihrer Meinung doof, kann nichts, peinlich, alles drum und dran. So stellen sie ihn dar. Und das zeigt, und darüber sollen sich auch eventuell Islamhasser Gedanken machen, die dieses Video sehen. Wie kann das sein? Und hier kommen wir zu einem Beweis schon mal von vornherein, den ich durch diesen Vortrag mittrage, der ein Beweis für sein Prophetentum ist. Nämlich, dass er tausende Leute hinter sich hatte, die an ihn geglaubt haben. Merkt euch diesen Gedanken bei jedem einzelnen Punkt, den ich gleich nur auf Deutsch aus der ungefähren Übersetzung des Korans in der deutschen Sprache euch erwähnen werde. Warum? Weil es werden bestimmte Aussagen gemacht und die Leute, die dabei waren, haben das gesehen, dass das passiert ist. Okay. Aber bevor ich dazu komme, müssen wir erstmal fragen, was sind denn die Theorien der Islamhasser oder Islamkritiker dazu? Die Islamhasser sagen, der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, war ein Lügner, ein falscher Prophet, a'udhu billah, er wollte, und dann sagst du ja, warum hat er das denn erlogen, warum hat er das denn erfunden, aus welchem Grund denn überhaupt? Ja, wie viele Propheten und viele Gurus oder so, einfach um Geld, Macht etc. zu bekommen. Er wollte damit Geld, Macht, Ruhm, Frauen bekommen und hat er bekommen am Ende. Der hat ja am Ende Geld, Macht, Ruhm und Frauen gehabt. Okay? Dann wird zum Beispiel erzählt, er hat von den Juden und Christen abgeschrieben, um die auf ihre Seite zu ziehen. Schauen wir uns das mal genauer an. Erstmal, wenn er die Geschichten der Juden und Christen erzählt,
Wen hat er dann von vornherein gegen sich? Die arabischen Polytheisten. Die hat er sowieso gegen sich, weil er sagt, denen eure Gottheiten sind falsch. Das heißt, mit dem ständigen Aufruf, dass es falsch ist, die Götter, die Götzen anzubeten, von denen, die in Mekka gelebt haben. Die ganze arabische Halbinsel, es war eine Kultur mit Götzen. Die hatten sogar eine Götze dabei, wenn sie auf der Reise gegangen sind. Ja? So. Die hat er ständig kritisiert. So. Wenn er jetzt die Geschichte von Juden und Christen erzählt, um die auf seine Seite zu ziehen, ja? Erstmal, was wäre logisch für ihn gewesen? Christen gab es nur ganz vereinzelt auf der arabischen Halbinsel. Es gab aber einige jüdische Stämme. Was will der mit denen? Mit diesen einigen Stämmen? Okay, die haben Kraft, die haben Macht. Okay, sagen wir mal, der will die auf seine Seite ziehen. Was ist eine der Suren, die in Mekka offenbart worden sind? Suratul Maryam. Suratul Maryam, die Sure Maryam, die 19. Sure des Korans, ist eine Sure, die in Mekka offenbart wurde. Und was sagt Allah dort? Was wird dem Propheten dort offenbart in Sure Maryam? Dass Isa ibn Maryam nicht der Sohn Gottes ist, wen kriegt er dann gegen sich? Die Christen. Und dass er aber ein Gesandter Gottes ist, der mit einer Botschaft gekommen ist. Wen hat er dann gegen sich? Die Juden. Das heißt, es ergibt keinen Sinn. Diese Theorie ergibt keinen Sinn. Er ist mit einer Botschaft bekommen, wo er von vornherein alle gegen sich hat. Wenn, hätte er sich auf eine Seite stürzen müssen. Auf eine Seite hätte er sich schlagen müssen. Okay. Das ist erstmal ganz kurz zu dieser Theorie. Ich komme dann nachher, gehe ich noch etwas intensiver darauf ein. Das heißt, die erste Theorie ist ja, von den Islamhassern, er war ein Lügner, um Geld, Macht, Ruhm und so weiter zu bekommen. Das zweite ist der Islamkritiker. Der Islamkritiker. Die Islamkritiker, die das Leben des Propheten untersucht haben, sind nicht zu dem Entschluss gekommen, dass er ein absichtlicher Lügner war. Sondern sie haben drei andere Theorien gehabt. Die erste Theorie war, er litt an Epilepsie. Epilepsie. Jemand, der einen epileptischen Anfall hat, weiß danach gar nichts mehr. Er hat einen Filmriss. Wenn er einen Grand Mal hat, also ein großer epileptischer Anfall, dann wird er wahrscheinlich danach im Krankenwagen wieder. Ja, wahrscheinlich wird er danach im Krankenwagen gehen. Ich weiß das nämlich, weil ich schon epileptische Anfälle hatte und bin im Krankenwagen wieder wach geworden und einmal im Hausflur, als sie mich zum Krankenwagen gebracht haben. So, aber sie wollen sagen, er hatte epileptische Anfälle gehabt und dann ist ihnen in den Sinn gekommen, über 23 Jahre ein Buch zu schreiben. Alle diese Dinge, die ein Epileptiker hat, sich auf die Zunge beißen, in die Hose machen, weil du hast ja gar keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Je nachdem, wie die Blase voll ist, ist Ende. Auch, man kann auch dabei sterben, die Zunge verschlucken. Alle diese Schaum vom Mund, alle diese Zeichen hatte der Prophet überhaupt nicht gehabt. Und das ist wieder diese Unehrlichkeit. Man nimmt sich einige Details, ja, und lässt andere Details aus. Ja. Wenn ich Schmerzen an meinem Fuß habe, könnten die Schmerzen am Fuß ein Bruch sein, es könnte eine Verstauchung sein, sie könnten eine Prellung sein. So. Wenn ich dann zum Arzt gehe und er macht ein Röntgenbild, da ist keine Fraktur zu erkennen, dann war es keine Fraktur. So einfach ist das. So, auf jeden Fall. Dann die zweite Theorie ist, er litt an Mythomanie. Mythomanie bedeutet, das ist eine Krankheit, das sind Leute, die lügen und glauben, sie sprechen die Wahrheit. Vielleicht habt ihr schon mit solchen Leuten zu tun gehabt. Ich habe schon oft mit solchen Leuten zu tun gehabt. Ja? Und zwar, dass ich einem gesagt habe, er soll mal zum Psychiater gehen, weil er steht vor mir. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal, Bruder, du redest gerade mit mir. Warum? Weil er ist über mich bei mir am Lügen.
Doch, doch, du hast das gesagt. Bruder, du redest gerade mit mir. Du redest nicht mit irgendjemand anderem, erzählst immer so, Micho, du redest gerade mit mir. Und er glaubt das selber. Und den habe ich, diesen Bruder, den habe ich zum Beispiel öfter bei solchen Sachen erlebt. Wo ich zum Beispiel, wo wir zum Beispiel irgendwo sind, der erzählt irgendwas von jemandem. Da denke ich, hä, das ist was? Das ist ja gar nicht passiert. Oder erzählt, ja, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Die dritte Sache ist religiöser Wahn. Das heißt, sie haben keine Erklärung mehr, keine medizinische Erklärung mehr. Weil sein ganzes Leben deutet darauf hin, dass er wirklich wahrhaftig gewesen ist. Sein ganzes Leben deutet darauf hin, dass er wirklich wahrhaftig gewesen ist. Und hier ist zum Beispiel ein Buch von Rudi Parrott. Rudi Parrott ist ein Orientalist. Er hat den Koran ins Deutsche übersetzt. Und er, ein Orientalist, er schreibt hier Mohammed und der Koran. Und ich lese euch mal vor, das ist die 7. Auflage, ja? Was er hier schreibt, auf Seite 34, die Behauptung, er sei ein berechnender Taktiker gewesen und mit der Übersiedlung von Mekka nach Medina, grob ausgedrückt, von der Prophetie zur Politik übergegangen, lässt sich nicht aufrechterhalten. Dann, Seite 47, er fühlte sich für die Allgemeinheit mitverantwortlich, er glaubte sich dazu berufen, das Wissen um die göttliche Wahrheit an seine Landsleute weiterzuleiten. Um diese durch eine solche Botschaft ihrerseits auf den rechten Weg zu sein, so wie er selber von Gott recht geleitet worden war. Also, seine Rückschlüsse aus dem Studieren der Biografie des Propheten, der Quellen, lassen keinen anderen, und des Korans übrigens, das werde ich gleich in Schale einige Beispiele bringen, lassen keinen anderen Rückschluss aus, außer dass er 100% davon überzeugt war. Dann, er war eben ein durch und durch religiöser, von Ehrfurcht und Dankbarkeit gegen Gott erfüllter Mensch. Auf Seite 85. Dann hier auf Seite. Dann auf Seite 150 nochmal. Mohammed war kein Betrüger. Ehrlich überzeugt in seinen Verkündigungen, lauter echte Offenbarung zu übermitteln. Das ist also dieser religiöse Wahn. Das heißt, sie wollen nicht glauben, dass Mohammed ein Prophet war, aber sie haben zumindest die Ehrlichkeit, das, was ich am Anfang gesagt habe, zuzugeben, dass er kein Lügner gewesen sei. Also brauchen sie aber eine Ausrede. Okay, Epilepsie passt nicht, bringt nichts, Lügner war auch nicht, Mythomanie passt ja nicht. Warum passt Mythomanie nicht? Weil Leute, die Mythomanen sind, die sind immer als die größten Lügner bekannt, aber Mohammed wurde Sadiqul Amin genannt. Der Vertrauenswürdige, der Glaubwürdige, der Wahrhaftige. Das war sein Spitzname. So haben sie ihn genannt. Weil er der Glaubwürdigste von allen gewesen ist. Deswegen hat Khadija ihn geheiratet, weil er so vertrauenswürdig war und nie für eine Lüge bekannt war. Okay? Deswegen haben sie auch unter sich, die Quraysh, nie gesagt, dass er ein Lügner war. Die haben gesagt, er ist verzaubert. Die haben gesagt, er ist verrückt. Die haben gesagt, er ist ein Wahrsager. Aber die haben unter sich nicht gesagt, dass er ein Lügner ist. Das haben sie vielleicht zu anderen von außerhalb gesagt. So. Also kommen wir nun zu diese drei. Der unbewusste Lügner haben wir eigentlich schon widerlegt. Und jetzt gibt es noch etwas ganz Neues. Etwas so Bescheuertes, da ist noch keiner mitgekommen, bis Hamid Abdussamad nach Deutschland gekommen ist. Hamid Abdussamad, ich habe seine Bücher schon in einige Bücher von ihm schon widerlegt, in Videos, sehr zum Lachen, sehr zum Amüsieren. Das eine Buch zum Beispiel, da erzählt er von dem Untergang der islamischen Welt und er erzählt die ganze Zeit, warum er vom Glauben abgefallen ist. Und dann erzählt er anderen persönliche Erlebnisse. Er ist zweimal als Kind vergewaltigt worden, ist natürlich der Islam verschuldet. Und als er nach Deutschland kommt, und man spürt, und das ist ihm passiert, und dann ist eine Katze totgefahren. Also das hat er nicht gesagt, aber mit der Vergewaltigung hat er gesagt, so ungefähr. Er erzählt die ganze Zeit negative Ereignisse in Ägypten, die mir genauso in Deutschland passieren können. Und dafür ist alles der Islam schuld. Der Islam ist schuld, der Islam ist schuld, der Islam ist schuld. Und das Buch heißt ja Untergang oder so ähnlich der islamischen Welt. Also macht sie ganz ja okay, jetzt erzähl doch mal, warum die islamische Welt untergeht. Und dann am Ende, und du spürst, das Problem von ihm war einfach,
erst nach Deutschland gekommen, fand die Frauen hübsch, ja, konnte sich nicht beherrschen, hatte den Fehler nicht bei sich gesucht, sondern beim Islam. Hat ein schlechtes Gewissen gehabt, ach ja, warum soll ich so leben? Und dann erzählen sie mal ihre persönlichen Geschichten. Verstehst du? So. Auf jeden Fall. Er will, hat ja dann Geld damit gemacht. Er ist ja ursprünglich kein Islamwissenschaftler. Er ist ja angeblich der Vater von einem Imam, weiß aber noch nicht mal, ja. Da habe ich zum Beispiel der Pseudo-Historiker Hamid Abdussamad, habe ich ein Video darüber gemacht, ja. Er weiß aber noch nicht mal, dass bei der Schlacht von Badr der Vers im Koran, wo steht, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى, ja, dass damit gemeint ist, dass er Sand geworfen hat, nicht, dass er einen Speer geworfen hat. Er denkt, er hat einen Speer geworfen. In einem anderen Video sagt er, ja, der Prophet regiert die islamische Welt aus seinem Sarg heraus. Wir wissen, dass der Prophet nicht in einem Sarg liegt. Wir wissen, dass die Muslime nicht in einem Sarg beerdigt werden. Es sei denn, hier in Deutschland gibt es eine Pflicht, um in einem Sarg beerdigt. Also der Typ hat gar keinen Plan, wovon er redet. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem gewissen Professor in einer Münsteraner Universität, der ist ein absichtlicher Lügner. Das heißt, er hat praktisch nachher angefangen, den Islam zu lernen, etwas. So. Und dann stößt er auf einmal auf die Aussagen, die seiner Theorie widersprechen. Und dann fing er an, ja, können wir historisch Mohammed nicht beweisen. Historisch können wir nicht beweisen. Wir haben sein Grab, wo sich seit Jahrtausenden, von Anfang an, wir haben eine Kultur, die sich plötzlich wupp, wie ein Blitz verbreitet hat. Wir haben die Kaaba dort, wir haben sein Geburtshaus etc. etc. Wir haben so viele Reliquien darüber. Es ist die Existenz Mohammeds zu verleugnen, dann musst du alle Leute verleugnen. Pharaonen musst du verleugnen, Alexander der Große sowieso, Cäsar, du musst alle verleugnen. Wie viele Hadithe gibt es, die sich mit einer Überlieferungskette zum Propheten zurückgehen? Der Koran, jeder, der ein Qari ist mit Isnad, seine Überlieferungskette, das gibt nur im Islam, geht bis zum Propheten, zu Jibril, zu Allah zurück. Das heißt, wer so etwas erzählt, dem können wir leider nicht mehr helfen, außer dass wir eventuell die Temperatur an seinem Badewannenwasser etwas herabsetzen, weil wahrscheinlich hat er zu heiß gebadet, ansonsten können wir ihm nicht mehr helfen. So. Auf jeden Fall gehen wir auf diese Aussage zurück, dass man sagt, der Prophet war ein Lügner gewesen. Warum lässt sich das durch die Sira nicht aufrechterhalten? Aber erstmal, der Prophet a.s.w. war vom Stamm Benu Hashim. Der Stamm Benu Hashim war auf der arabischen Halbinsel einer der großen, edlen Stämme. Das heißt, er hatte von Anfang an Ruhm, galt als ein Ami. Ihm ging es gut, wirtschaftlich ging es ihm gut. Er konnte von den Götzen leben. Er hat nicht von den Götzen gelebt, er hat niemals Götzendienst gemacht. Aber er hätte davon leben können, wenn er gewollt hätte. Ja. Und hier sage ich zu diesen Islamhassern, wenn ihr ehrlich seid, oder Islamkritiker, wenn ihr ehrlich seid, und ihr sagt, Mohammed wollte damit, wenn ihr einmal ehrlich zu euch selbst seid, lass es mich lieber so sagen, wenn ihr einmal ehrlich zu euch selbst seid, wenn Mohammed gewollt hätte und er war so überzeugend, warum hat er nicht versucht, die Leute alle davon zu überzeugen, dass diese Götzen die richtigen Götzen sind, dass Hubal der richtige Gott ist? Dass man den Lad, den Uzza und Manat anbeten muss und dass man überall solche Sachen verbreitet und verkauft, das wäre doch viel logischer und viel einfacher für ihn gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, die arabische Halbinsel war zur damaligen Zeit wie so ein Niemandsland. Im Sinne von, die hatten ihre Ehre dort, aber die hatten niemals im Sinn gehabt, dass die Römer oder die Perser die zwei Weltreiche der damaligen Zeit waren, die Sassaniden und die Byzantiner, beziehungsweise die Römer, dass sie es mit denen aufnehmen konnten. Das stand gar nicht zur Debatte.
Das heißt, wie soll der Prophet Mohammed, warum kommt der ausgerechnet auf diese Idee, denen zu sagen, eure Götzen sind falsch? Aber pass auf jeden Fall. Der Prophet war von einem edlen Stamm. Er konnte so viele Frauen heiraten, wie es gab keine Beschränkung. Wenn er Frauen haben wollte, er konnte. Bruder, das stört. Ach so, ich dachte, du wolltest ihm jetzt sagen, er soll das mir geben, rausschneiden. Guck mal. Im Dings. Guck mal. Thema Frauen. Der Prophet Mohammed, wenn die sagen Geld, er konnte Geld haben. Er hätte auch anders überzeugen können, was viel naheliegender zum Erfolg ist. Ruhm hat er sowieso, er war vom edelsten Stamm. Frauen, er konnte so viele Frauen haben, wie er wollte. Er hätte 30 Frauen heiraten können. In einem Monat. Das gab keine Beschränkungen dafür. Das heißt, das Weitliegendste davon wäre, mit einer neuen Religion zu kommen und seinen Stamm und die anderen Stämme, die ihn ehren, damit sozusagen anzugreifen. Das war weit wegliegend. Und hier möchte ich euch kurz etwas auch erklären, was vielen gar nicht bewusst ist. Der Prophet Isa hatte nicht die Anhänger wie der Prophet Mohammed, sogar seine engsten Jünger, die angeblich 12 waren, sind wieder weggelaufen. Er hatte wenige Anhänger gehabt. Sogar der Apostel Paulus später hatte nur einige wenige Gemeinden. Das Christentum bekam den Durchbruch, als Kaiser Konstantin das Christentum angenommen hat. Das heißt, da hat eine mächtige Person das Christentum angenommen und dadurch wurde das verbreitet. Aber bei Mohammed, Friede und Segen mit ihm, war das nicht so gewesen. Er war zwar eine edle Person, aber er war nicht irgendein König, wo er jetzt den Islam annimmt. Ich sage, ich bin ein Prophet, folgt mir alle. Sondern er war zwar geehrt, aber als er gesagt hat, ich habe jetzt eine Offenbarung von Allah bekommen, dass eure Götter falsch sind, da haben sich alle gegen ihn gestellt. Es war eine völlig andere Idee. Moses kam zu einem Volk, die etwas davon hatten, Moses zu folgen. Nämlich was? Aus Ägypten auszuwandern. Der Prophet Mohammed, seine Anhänger, hatten was davon, wenn sie ihm gefolgt sind? Verfolgung. Das heißt, wie überzeugen muss... Guck mal, es ist einfach für Martin Luther King, der selber ein Schwarzer ist, die Schwarzen zu überzeugen, weil das ist ja seine eigene Angelegenheit. Aber hier haben wir es... Und die sind ja sowieso unterdrückt. Aber hier haben wir es mit einem zu tun, der, weil er die Botschaft verbreitet hat, unterdrückt wurde. Und seine Anhänger wurden gefoltert. Okay? So. Das heißt, erstmal hat er 3 Jahre geheim gepredigt. 3 Jahre geheim gepredigt. Dann wurde er beauftragt, öffentlich zu predigen. Nachdem er öffentlich gepredigt hat, was ist passiert? Begann die Bekämpfung. Öffentliche Bekämpfung. Der Prophet a.s.w. ging auf den Berg Safa und rief die einzelnen Stämme und sagte, wenn ich euch sagen würde, dass dort in dem Tal ein Heer ist, eine Armee ist, die wollen euch überfallen, würdet ihr mir glauben? Sie sagten, na, majarabna alayka kalima, na, ja, wir haben von dir nie eine Lüge gehört. Da sagte er, so bin ich ein deutlicher Warner vor einer heftigen Strafe. Und er rief die einzelnen Stämme auf und sagte, rettet euch, sinngemäß, rettet euch selber von der Hölle oder kauft euch selber vom Höllenfeuer los. Mit euren Taten, mit eurem Glauben. Was ist danach passiert? Danach wurde er bekämpft. Direkt im selben Moment, sein Onkel hat ihn bekämpft. Abu Lahab. Abu Lahab hat ihn sofort bekämpft. Tabban lak sa'ir al-yawm ali hadha jama'tana. Das ist wie so eine Art... Fluch kann man praktisch sagen. Möge deine Hände vergehen, restlichen Tag, lass uns dafür, also sozusagen für diesen Schwachsinn, haben wir wieder versammelt. Ja. Dann ging es weiter. Was passiert danach? Es fing an, Propaganda. Überleg dir, dieser Mensch, der war gestern noch der Geliebteste, der war gestern noch geehrt, überall wo er lang gekommen ist, haben die Leute ihn angelächelt. Heute, also zur damaligen Zeit, heute, sagen, der ist ein Wahrsager. Der spaltet die Gesellschaft. Der ist ein Zauberer, der ist dieses, der ist jenes. Leute, solche Sachen, die tun sehr weh, wenn über die Lügen erzählt werden.
du weißt, du sagst die Wahrheit. Es tut vielleicht mehr weh, als Schläge zu kassieren, wenn über dich falsche Sachen verbreitet werden. Falsche Anschuldigungen. So. Poet. Dann was begann weiter? Folterung seiner Anhänger. Seine Anhänger wurden gefoltert. Okay? Überleg mal. Die Leute werden gefoltert, weil sie Mohammed folgen. Warum sagen die nicht einfach, ey, wir glauben nicht mehr an Mohammed? Aber die lassen sich teilweise töten. Yasir, Sumayya, sie wurden getötet, sie wurden umgebracht für den Islam. Bilal ibn Rabah, ihm wurde ein Stein auf die Brust gelegt und er lag im Sand. Und ihr wisst, wie heiß dieser Sand ist, wenn ihr vielleicht mal im Sommer über heißen Sand barfuß geht. Der lag mit seinem Rücken, mit dieser dünnen Haut auf dem Sand. Sie haben ihm einen dicken Stein, Fels auf die Brust gelegt. Und er sagte weiter, einer. Nach dem Motto, es gibt nur einen Gott. Hat sie damit genervt. Rabab ibn Arad, sie haben ihn heiße, glühende Kohlestücke oder Steine auf seinen Rücken getan, dass sie sich in das Fleisch hineingebrannt haben. Er konnte es hören, wie sein eigenes Fleisch brennt. Und er konnte es riechen, dass er schwarze Löcher im Rücken hatte. Trotzdem haben die weitergemacht. Und diese Folterung ging so weit, dass der Prophet a.s. später sogar die Sahaba beauftragt hat, nach Abessinien auszuwandern, um ein zweites Standbein zu haben, weil diese Leute waren in Lebensgefahr. Die Menschen, die bei den Propheten den Islam angenommen haben und ihnen gezeigt haben, und deswegen haben es viele geheim gehalten. Er musste sich geheim treffen in Darul Arkam, in dem Haus von Al-Arkam musste er sich geheim treffen. Und sie waren nur einige wenige. Das heißt, diese Leute waren der Verfolgung ausgesetzt, der Folter ausgesetzt. Was zeigt uns das? Wann machst du so etwas mit? Wann machst du so etwas mit? Ich meine, guck mal Leute, bei mir, zum Beispiel, wenn ich in eine Moschee gehen will, als Beispiel, die werden mich noch nicht mal einladen, weil sie nur Angst haben, dass die Polizei danach kommt und fragt. Ja, warum haben sie den Abt eingeladen? Die sind nicht in der Lage zu sagen, ja, ist ein Problem dabei. Gibt es einen Haftbefehl? Gibt es irgendeinen Befehl von oben, dass man den nicht einladen darf? Gibt es irgendeine Sache, irgendein Ermittlungsverfahren? Oder wie? Dazu sind die nicht mal in der Lage. Überleg mal, stell dir vor, die werden gefoltert werden. Und guck mal, die Moschee war vorher noch von mir überzeugt gewesen. Deswegen haben die mich eingeladen. Sobald der erste Wind zukommt, okay, vielleicht sind wir auch das falsche Beispiel, die Sahaba haben mehr Mut gehabt. Aber guck mal, bei mir, die sind überzeugt, ich bin kein Prophet, aber als Prediger, von dem, was ich sage, aber nachdem das erste Mal nur die Polizei fragt, ist sofort, ja, nee, mit dem haben wir nichts zu tun, wir distanzieren uns. So, aber hier, die wurden gefoltert, Sumayya, ihr wurde ein Speer in den Unterleib gestochen, ihr Ehemann wurde zu Tode gefoltert, trotzdem waren die, und in dieser Zeit mussten die noch nicht mal so. Und diese Leute waren später bereit, den Islam zu verteidigen mit allem, was sie hatten. Bei der Schlacht von Uhud sind 7 Sahaba gestorben, weil sie sich vor den Propheten gestellt haben. Weil es war das Ziel, den Propheten zu töten. Talha ibn Ubaidillah, ein Pfeil kam geschossen auf den Propheten und hat ihn mit der Hand, der ging ihm durch die Hand und hat ihn praktisch so gefangen mit der Hand. Die waren bereit, verbrannt zu werden. Überlegt euch das mal. Warum? Weil sie wussten, sie waren 100% überzeugt, dieser Mann sagt die Wahrheit. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, warum waren sie so davon überzeugt? Da muss ja irgendwas gewesen sein. Gehen wir weiter. Seine Töchter wurden gezwungen, die Ehemänner wurden gezwungen, sich scheiden zu lassen. Auch krass für eine Familie. Scheidungszwang. Dann, man hat sich über ihn lustig gemacht, als der Sohn gestorben ist. Sein Sohn ist gestorben. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Dann, die wurden ekelhaft zu ihm. Er wurde bespuckt. Ihm wurde eine Gebärmutter von einer Schaf ins Essen geworfen. Innereien wurden auf seinen Rücken im Gebet geworfen.
Dann gab es den ersten Mordanschlag. Jemand versuchte, ihn im Gebet zu erwürgen von hinten. Und Abu Bakr kam dazwischen. Dann wurde ihm ein Stein gegen den Kopf geworfen, dass es Blut rauskam. Dann wurde ihm ein Angebot gemacht. Guck mal jetzt, die ganze Zeit Verfolgung, Verfolgung und so weiter und so fort. Kein Licht, nur einige wenige, die glauben. Du warst gestern noch, ging es dir gut. Und guck mal, das ist immer eine Regel. Wenn es dir gut geht und auf einmal geht es dir schlecht, dann spürst du dieses einem Schlechtgehen viel mehr, als wenn es dir die ganze Zeit schlecht geht. Wenn, ich gebe dir ein Beispiel. Ein Blinder, der blind geboren ist. Für ihn ist das Blindsein gar nicht so schwer. Weil er kennt das nicht anders. Er hat nie das Licht gesehen. Aber jemand, der das Augenlicht verliert und nichts mehr sieht, für ihn ist das viel schlimmer. Das ist eine ganz andere Sache. Obwohl, die sind beide blind. Oder jemand, der zum Beispiel geboren wird, hat eine Hand nicht da. Zum Beispiel. Weil er irgendeine Behinderung hat. Ist ganz anders als jemand, der seine Hand verliert. Das ist typisch. Und das ist mental auch, zum Beispiel im Sport ist das manchmal schwer, wenn einer der große Superstar war. Guck mal da, zum Beispiel im Boxen oder so. Einer ist der große Superstar und auf einmal scheitert er und die Leute sind ja am Kritisieren in der Zeitung. Auf einmal wird er alkoholabhängig, drogenabhängig und so weiter und so fort. Das sind schwierige Sachen. Das heißt, dieser Mann, alayhi salatu wassalam, dieser Prophet, er war eine geehrte Person. Und auf einmal von heute auf morgen dreht sich das komplett jahrelang. Und es gibt keinen Ausweg. Jetzt kommen sie zu ihm und sagen, guck mal. Sie denken sich, wir machen jetzt Schluss damit. Ja? Also, wir machen dir ein Angebot. Wenn das, was du willst mit dieser Sache, wenn das Geld ist, wir geben dir Geld, dass du der Reichste von uns bist. Wenn du das, womit du gekommen bist, wenn du damit Macht willst, wir machen dich zum König über uns. Aber lass es sein. Wenn das, wenn du Frauen willst, wir sammeln dir alle Frauen, die du haben willst. Die machen ihm genau dieses Angebot. Und der Prophet hört ihm zu. Dann sagt er zu ihm, bist du fertig? Mit deinem Angebot sozusagen. Okay, dann hör jetzt von mir. Was macht der Prophet? Was sagt er? Was sagt er jetzt? Guck mal, überleg mal. Stell dir mal vor, heutzutage eine Moschee, die nichts macht für die Dawah, der würde angeboten werden, wie, pass mal auf, mach keine Dawah, wir geben euch Geld, wir machen euch dies, wir machen euch das. Sofort zusagen, ja super, ja vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren können wir dann mit dem Geld, was wir gesammelt haben, ja was machen. Sofort redet man sich das ein. Verstehst du, was ich meine? So, jetzt hier, pass auf. Was sagt er? Ich lese euch das nur auf Deutsch vor. Er zitiert nur den Koran. Er sagt, hör von mir, im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Dies ist eine Offenbarung vom Erbarmer, dem Barmherzigen. Ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind als arabischer Koran für Leute, die Bescheid wissen. Das heißt, du kannst Arabisch, hör zu. Okay? Als Frohboten und Warnung. Frohboten und Warnung. Das heißt, nur Frohboten und Warnung. Das heißt, Paradies oder Hölle. Verstanden? Ja. Aber die meisten von ihnen wenden sich ab, sodass sie nicht hören. Hörst du nicht? Was kommst du mit diesem Angebot? Sie sagen, unsere Herzen sind Hüllen vor dem, wozu du uns aufrufst. Unsere Ohren ist Schwerhörigkeit und zwischen uns und dir sein Vorhang. Handel also, wir werden ebenfalls handeln. Jetzt hör zu. Der letzte Vers hier. Sag, sprich, Mohammed. Gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen wie ihr. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. So richtet euch zu ihm und bittet ihn um Vergebung. Und wehe den Götzendienern. Das ist die Botschaft. Das heißt, was sagt er damit? Das ist eine Botschaft von Gott. Du kommst mir hier mit irgendeinem Angebot. Du kommst mir hier mit irgendeinem Angebot, Geld, dieses, das. Das ist eine Offenbarung von Gott. Damit ihr den alleine anbetet. Und wehe den Götzendienern. Schau dir die Entschlossenheit an. Gerade wird ihm, das ist keine Diplomatie hier. Es gibt hier keine Diplomatie. Und das muss man sich als Muslim auch merken. In gewissen Sachen gibt es keine Diplomatie. Es gibt das Richtige und das Falsche. Das heißt, wir geben unsere Religion nicht auf für Geld, für Macht,
oder irgendetwas anderes. Und das ist das, was der Prophet gezeigt hat. Wäre er ein Scharlatan gewesen, der Geld, Macht, Ruhm haben will, hätte er gesagt, alles klar. In einer anderen Situation wird überliefert, ja, wenn sie mir die Sonne in die rechte und den Mond in die linke Hand geben, so würde ich das nicht aufgeben. Dann gab es noch ein Angebot. Was sagte der Prophet da? Sprich, o ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, den ihr dient, und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, unsere Religionen werden nicht vermischt. Es gibt Hak, Wahr, und es gibt Batil, das Falsche. Dann weiter. Dann hat man ihn wieder versucht zu töten, hat versucht, ihm einen Stein auf den, einen dicken Felsbrocken im Gebet auf den Kopf drauf zu werfen. Wieder. So. Dann gab es den Boykott. 3 Jahre lang wurden die Muslime und die Nicht-Muslime, es gab einige wenige Nicht-Muslime, die den Propheten geschützt haben, wurden also von seinem Stamm, die wurden boykottiert, sozial boykottiert und wirtschaftlich boykottiert, sodass sie 3 Jahre Hunger gelitten haben, nämlich nur noch Regenwasser trinken konnten, weil es keinen Handel untereinander gab und heute von den Tieren gegessen haben. Überleg mal. Es war eine ganz schwierige Situation. In dieser Zeit hätte jeder gesagt, komm, ey, das ist mir zu anstrengend. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Diese 3 Jahre boykottiert, 3 Jahre heute von Tieren am Essen, Regenwasser am Trinken. Aber das ist das, was passiert ist zur damaligen Zeit. Und weil die Leute gesehen haben, wie standhaft, jetzt überleg dir, stell dir vor, du kriegst diese ganzen Sachen mit, wie der Prophet, du bist jetzt zur selben Zeit am Leben und du siehst, wie er standhaft ist, wie er diese Sache durchzieht, obwohl es kein Licht am Himmel gibt. Es gibt überhaupt gar keinen Ausweg. Es ist nicht so, als wenn, ach ja, wir sind ja jetzt schon 1000 Leute oder so. Die waren einige wenige Dutzend. Die hatten überhaupt gar keine, die hatten eine Chance, den Durchbruch zu kriegen zu dieser Zeit, so wie die Chance, dass der Fußballverein in Würse oder der Fußballverein Alemannia Aachen in 5 Jahren die Champions League gewinnt, ungefähr so. Also vom rein logischen her, ja, es war unvorstellbar. So, auf jeden Fall weiter. Dann kam Armut, dann nach dem Boykott, starb Khadija und starb Abu Talib. Nochmal so ein richtiger Schlag für den Propheten, a.s.w. Und dann gab es einen offenen Aufruf zur Folter. Nochmal schlimmer hinterher. Und dann haben sie einen Mordanschlag geplant. Sie haben gesagt, wir müssen den jetzt los. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Wir nehmen von jedem Stamm einen Jugendlichen, die dringen bei dem ins Haus ein mit einer Waffe oder wenn er aus dem Haus rauskommt, je nachdem. Die sind ins Haus eingedrungen nachher, aber er war nicht mehr da. Und jeder sticht gleichzeitig zu. Von jedem Stamm ein jüngerer Mann. Das war dann, was sie vorhatten. Warum? Damit nachher der Stamm Benu Hashim, weil trotzdem es gab diese Blutschuld zur damaligen Zeit nicht, eventuell einen Stamm angreifen. Die können sich nicht mit allen Stämmen auf einmal aufnehmen. Das war ihr Plan gewesen. Und dann ist der Prophet davon informiert worden und auf wundersame Art und Weise ist er entkommen. Wundersame Art und Weise ist er entkommen, ist nach Medina gegangen. Und was ist dann passiert? Tatsächlich mit einem fremden Stamm baut er auf einmal das erste islamische Reich auf. Und am Ende ist er tatsächlich ein Herrscher und hat die ganze arabische Halbinsel, kann man sagen, unter seiner Herrschaft. Jetzt könnte jemand sagen, siehst du, hat er die arabische Halbinsel unter seiner Herrschaft gekommen. Also hat er das erreicht, was er wollte. Okay, genau schauen, wie er gelebt hat. Genau schauen, wie er gelebt hat. Kurz vor seinem Tod ging Umar al-Khattab, der ja auch einer von denen waren, die sich für ihn aufgeopfert haben, die bereit waren, für ihn zu sterben, die fest an ihn geglaubt haben, der es die ganze Zeit gesehen hat, geht er in sein Haus. Sein Haus, zur damaligen Zeit, ihr könnt es gar nicht glauben. Ihr müsst mal, wenn ihr in Medina seid, müsst ihr mal in das Museum der Moschee von Medina reingehen. Diese Moschee war eine ganz einfache Moschee. Klein. Klein. Ganz Medina war so groß wie heute der Vorplatz, wo die Leute auch beten.
Du konntest in seinem Haus, das so außerhalb von der Moschee war, konntest du die Hände hochmachen, dann kamst du. Die Decken waren aus einer Art Lehm gemacht. Wenn es da waren Palmen, die haben so von den Palmen diese Art von Blättern, Zweige draufgelegt, damit es nicht rein, aber das regnet dann trotzdem rein. Das war eine ganz einfache Sache. Du musst dir vorstellen, das ist der Herrscher der arabischen Halbinsel. Wir haben zu dieser Zeit die Perser gelebt. Wir haben zu dieser Zeit die Patriarchen gelebt. Die Geistlichen sozusagen von den Kirchen. Wir haben die gelebt. Wir haben die gelebt in Saus und Braus. Römer, Perser, die ganzen Länder, Azteken. Okay, jetzt nicht zu dieser Zeit, aber versteht ihr? Die haben immer, wenn sie Macht hatten im Saus und Braus, wo hat der Prophet gelebt? In einer Nebenhütte. In einer Nebenhütte. Das ist der Herrscher von Arabien. Das heißt, als er Ruhm hatte, hat er den Ruhm abgelehnt. Er hat es gehasst, wenn jemand für ihn aufgestanden ist. Er hatte keinen besonderen Platz in der Moschee. Das heißt, wenn er da reingekommen ist, wusste er gar nicht, wer der Prophet ist. Es sollte keiner für ihn aufstehen. Er hat seine Schuhe selber geflickt, die Tiere selber gemolken. Ist auf einem Esel geritten und hatte hinten einen drauf. Ein Kind im Gebet kommt und spielt auf seinem Rücken. So war der Prophet, Alisa. Du musst dir vorstellen, das ist der Herrscher der arabischen Halbinsel jetzt. Und Aisha sagte, er war im Dienst seiner Familie, sozusagen Hausarbeit. Und wenn das Gebet kam, ging er raus zum Gebet. Und nachts stand er im Gebet, das wird von Aisha überliefert, bis seine Füße angefangen haben anzuschwellen. Das heißt, das ist nicht wie so ein Guru heute. Es hat mir mal einer erzählt, ein Bruder, der war aber in einer Moschee gewesen, in Peine, von so einer Sufi-Gruppe, als er gerade Islam angenommen hat. Da war da dieser Guru von ihrer Moschee. Ja, und da war gerade das Gebet in der Moschee gewesen. Und dann hat er zu dem gesagt, dann kam dann einer, Sheikh oder so, das Gebet war gerade. Oder was ist mit dem Gebet? Hat er gesagt, ja, ich war gerade in Mekka beten. Das heißt, nach dem Motto, er ist gerade durch ein Karama, ist er nach Mekka gebracht worden, hat in Mekka gebetet und ist wieder zurückgekommen. Guck mal, das sind die Scharlatane. Leute, die so etwas erzählen. Verstehst du? Oder du hörst dann Leute, die erzählen, ja, der Engel hat noch nie eine schlechte Tat von ihm geschrieben und so weiter und so fort. Der Prophet, a.s.w., sagte dagegen, ja, dass er am Tag 100-mal Allah um Vergebung bittet. Versteht? Für welche Sünde? Das war diese Bescheidenheit. Der Prophet a.s. sagte, übertreibt in eurem Lob nicht so, wie die Christen ihrem Lob gegenüber dem Sohn der Maria übertrieben haben. Innaman Abdun, ich bin nur ein Diener. Fakulu Abdullah wa Rasul. So sagt Diener Allah ist sein Gesandter. Einmal sagte jemand zum Propheten a.s. Mashallah wa Mashit. Was Allah will und was du willst. Überleg mal. Einer sagt zum Prophet, was Allah willst und was du willst. Der Prophet a.s. ist wie wütend geworden. Er sagt, wehe dir, guck mal die Sensibilität für Allah. Hast du mich zu einem Partner neben Allah gemacht? Weil masha Allah wahda. Nein, was Allah alleine will. Kul masha Allah thumma shi'ta. Sag, was Allah will und dann, was du willst. Überleg mal dieses Bewusstsein, was der Prophet a.s. hatte. Das heißt, jemand sagt, was Allah, ihr habt bestimmt jetzt gerade ganz am Anfang gar nicht gespürt, was das Problem ist, was Allah will und was du willst. Ja. Aber der Prophet a.s., der hat gesagt, für ihn war das ist ein Herzeres. Daran siehst du diese Aufrichtigkeit in seinem Leben und deswegen, die Leute haben das erlebt. Und deswegen haben sie an ihn geglaubt, weil sie ihn erlebt haben. Fazit, als er Ruhm hatte, hat er ihn abgelehnt. Als er Geld hatte, hat er das Geld benutzt, um anderen Menschen zu helfen, um den Islam zu verbreiten. Und Umar al-Khattab kam, wie schon gesagt, am Ende seines Lebens zu ihm und hat geweint in seiner Lebenshütte. Weil der Prophet hat auf einer, wie eine Matratze aus diesen Palmzweigen geschlafen, ist aufgestanden, hatte Spuren, Streifen im Gesicht davon gehabt, nur ein Maß Gerste und einen Behälter Wasser in seinem Zimmer gehabt.
Und Omar al-Khattab weinte. Der Prophet sagte, warum weinst du? Da sagte er, Kaiser und Kisra leben in so einem Saus und Braus. Und du bist der Gesandte Allahs und lebst so. Da sagt der Prophet, reicht es dir nicht, dass wir dafür das Jenseits für uns alleine haben? Der Prophet hatte mit diesen Sachen nichts zu tun. Jetzt kommt jemand mit den Frauen. Wenn man sich die Frauen anguckt, einige von ihnen waren schon sehr alt gewesen. Alle von ihnen hat aus einem bestimmten Grund geheiratet, um denen zu helfen oder etwas Bestimmtes zu zeigen. Ich habe ein spezifisches Video darüber, die Frauen des Propheten a.s. Was wäre zu weit ausgeholt, um auf jedes einzelne Detail einzugehen. Aber hier können wir sagen, Frauen konnte er vorher mehr haben als zur Zeit des Islam. Ich würde vorschlagen, wir machen 15 Minuten Pause und dann mache ich weiter inshallah. Da können wir nochmal durchlüften. So. Jetzt werde ich einige Beweise bringen für das Prophetentum. Und die sind meistens immer so aus dieser Perspektive, guck mal die Anhänger, die haben das mitbekommen. Was wäre gewesen, wenn die Anhänger das mitbekommen hätten und das hätte nicht gestimmt? Ja? Und wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele Beweise für das Prophetentum. Alleine das, was ich jetzt schon aufgezählt habe, was eigentlich eher das Vorwort ist, ist schon ein Beweis in sich selber. Ja? Aber ich gehe mal auf einige Sachen ein, die vielen Leuten gar nicht auffallen, wenn sie den Koran lesen. Ich lese euch mal einige Verse vor. Okay? Und auch für die, die das Video nachhören. Sie sagen, werdet Juden oder Christen, so seid ihr rechtgeleitet. Also die Leute von Al-Kitab. Sag nein. Vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Anhänger des rechten Glaubens, und gehörte nicht zu den Götzendienern. Warum? Weil die Botschaft von Isa und die Botschaft von Musa, dass einige Dinge hineingekommen sind, die nicht dazu gehören. Zum Beispiel, beim Christentum ist es ganz klar und deutlich, mit Gottes Sohnschaft, mit Trinität, dass man glaubt, dass Jesus Gott ist, dass Gott für die Sünden der Menschen gestorben ist. Im Judentum gibt es beispielsweise Sachen, wo Gott beschrieben wird mit negativen Eigenschaften. Zum Beispiel Genesis 6, Vers 6, dort steht heute, und Gott bereute es, dass er den Menschen erschaffen hat und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Etwas bereuen tut man nur, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und einen Fehler zu machen heißt nicht perfekt zu sein, aber Gott ist perfekt. Allah ist perfekt. So, es geht weiter. Sagt, also das ist jetzt noch nicht der Verweis, ich erkläre euch nur den Vers. Ja? Sagt, wir glauben, also die Gläubigen sollen sagen, Allah sagt jetzt, was die Gläubigen sagen. Wir glauben an Allah und das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist und das, was zu Ibrahim, Ismail, Ishak, also Isaak, Jakub und, also Jakob und den Stämmen herabgesandt wurde und an das, was Musa, in Deutsch Moses und Isa, Jesus, gegeben wurde und an das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemand von ihnen und wir sind ihm ergeben. Wir machen keinen Unterschied, heißt nicht, dass der eine nicht besser ist als der andere, sondern das bedeutet, wir glauben an alle. Ja? Jetzt sagt Allah, wenn sie an das glauben, gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich im Widerstreit. Aber gegen sie wird Allah die genügen. Er ist der Allhörende und Allwissende. Gegen sie, ich betone, wird Allah dir genügen. Das heißt, Allah wird dir gegen die, die das sagen, genügen. Jetzt überleg mal. Welche Prophezeiung ist die gefährlichste Prophezeiung? Wenn der Prophet Mohammed ein Scharlatan gewesen wäre, der aber seinen Glauben durchbekommen will, was sind die Prophezeiungen, die man schlecht widerlegen kann? Eine Prophezeiung, die irgendwann nach dem Tod kommt. Man wird im Leben des Propheten den nicht mehr widerlegen können. Aber eine Prophezeiung, die in dem Leben des Propheten, der sagt, der wird dir dem gegenüber genügen. Und das ist genau das, was passiert ist. Zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht ersichtlich. Sie konnten den Propheten a.s. nicht daran hindern, die Botschaft zu verbreiten. Er hat ihnen genügt. Das ist ein Vers, das fällt einem gar nicht auf. Aber wenn der Prophet a.s. ein Scharlatan gewesen wäre, warum? Und das ist ja tatsächlich am Ende eingetreten. Das ist, die Sahaba sehen das
Und es ist tatsächlich so passiert. Er war ihm Genüge gegen ihn gegenüber. Jetzt komme ich euch mit einem anderen Beispiel. Das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr krasses Beispiel, ehrlich gesagt. Ja? Und das verstehen wenige, dieses Beispiel. Allah sagt in Sure 30, die Römer. Die Römer sind besiegt worden. Im nächstliegenden Land, aber sie, oder im tiefsten Land, aber sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen. In einigen Jahren, für Bit Aysinin auf Arabisch. Jetzt wird das hier erklärt. Die Byzantiner, Oströmer, wurden von den Persern geschlagen und verloren Damaskus und Jerusalem. Diese Prophezeiung erfüllte sich, als Herakles einen Feldzug in die Perser führte, der mit einem großen Sieg bei Ninive endete. Die heidnischen Hier müsst ihr eine Sache verstehen. Das heißt, die Perser und die Römer waren die zwei Weltreiche. Jetzt haben die Römer gegen die Perser verloren und Palästina, hier Damaskus verloren und Jerusalem verloren. Ganz wichtige Städte an die Perser. Jetzt sagt Allah, aber nach einigen Jahren, und damit ist eine Anzahl von bis zu 9 Jahren gemeint, werden die Römer wieder gewinnen. Und das ist tatsächlich eingetroffen. Das ist schon mal beeindruckend, das ist tatsächlich so eingetroffen. Aber es ist noch beeindruckender, wenn man die Geschichte dahinter genau kennt. Denn zur damaligen Zeit, es war so wie, für die Römer ist Ende. Wisst ihr, was es bedeutet, Jerusalem zu verlieren? Wisst ihr, was es bedeutet, Damaskus zu verlieren? Das sind die Städte, wo sie am meisten drum kämpfen. Wisst ihr, wie das ist? Das ist so, als wenn Deutschland Berlin verloren hat und dann doch noch den Zweiten Weltkrieg gewinnt. Das heißt, zu dieser Zeit gab es absolut keine Chance, dass die Römer noch gewinnen würden. Jeder normal denkende Mensch, der Prophet denkt nicht normal, sondern er kriegt eine Offenbarung von Allah, der das Verborgene weiß. Das ist ja nicht sein eigener Gedanke. Jeder normal denkende Mensch hätte gesagt, die haben keine Chance mehr. Unmöglich. Überleg mal, die haben die wichtigsten Städte verloren. Stell dir mal vor, als Deutschland Berlin verloren hatte, hätten die gesagt, oder kein Mensch hätte damit gerechnet, dass die Römer das nochmal gewinnen. So, jetzt müsst ihr euch vor, versucht euch jetzt in die Lage des Propheten zu setzen. Der will als angeblich laut diesen Theorien, ist er ein Lügner, der als Prophet wahrgenommen werden will. Nach 7 Jahren, nachdem das offenbart wurde, haben die tatsächlich gewonnen. Haben die Römer tatsächlich die Byzantiner besiegt, es wurde alles wieder umgedreht. Warum? Weil die Römer waren schwach, die haben sich geteilt, die haben sich gespalten, die haben verloren und dann haben die wieder gewonnen. Wo kein Mensch mit gerechnet hatte. Das war das größte Comeback sozusagen. So, jetzt überlegen wir. Der Prophet a.s.w. sagt das. Was sagen sich die Quraysh, die Mushrikun? Die sagen sich, alles klar, müssen wir nur ein paar Jahre warten. Nach spätestens 9 Jahren sagen wir denen, hier, guck mal, bitteschön, was ihr erzählt habt. Weil der Koran wurde laut vorgelesen, das wurde nicht irgendwo Der Koran wurde überall verlesen. Die Hauptdawa, der Hauptaufruf des Propheten war dadurch, dass den Koran vorgelesen. Die haben sich gesagt, vorbei. Die Römer werden niemals gewinnen danach, im Leben nicht. Und der sagt, die werden gewinnen. Wir brauchen nur noch abzuwarten. Aber was ist passiert? Auf einmal kommt die Nachricht, die Römer haben tatsächlich gewonnen. Wisst ihr, was dann passiert ist? Da haben scharenweise, und das ist vielen nicht bekannt, das sind Tirmidhi überliefert, Leute den Islam angenommen. Stell dir mal vor, du bist an jemanden so und weißt nicht, ist das ein Prophet, ist das kein Prophet. Und jetzt sagt er auf einmal, okay, wir wissen heute, jeder, der kommt mit einer Prophetie, kann kein Prophet sein, aber zur damaligen Zeit wäre das ja möglich gewesen. Und jetzt setzt er seinen ganzen Kopf auf eine unmögliche Sache. Er sagt, Schalke 04 wird in 3 Jahren die Champions League gewinnen, beispielsweise. So, und dann was passiert? Die holen wirklich in 3 Jahren die Champions League.
Da sagst du ja, die sind kurz vorm Abstieg, die sind pleite, nie im Leben. Und so war das damals mit den Römern, mit den Byzantinern. Die waren am Ende mit ihrem Latein gewesen. Was passiert? Tatsächlich holen die das. Was für eine Wirkung hat das aber an die Anhänger des Propheten a.s.? Genau diese Wirkung, die ich heute schon öfters gesagt habe, dass sie sich 1000% klar war. Der ist zu 1000% ein wahrer Prophet. Ansonsten hätte er sich niemals getraut. Das ist ja von Allah. Aber die Theorie von denen ist, er hat den Koran selber geschrieben. Er hätte sich niemals getraut, das zu schreiben. Okay. So. Weiter im Text. Nächstes Beispiel. Ich lasse heute naturwissenschaftliche Beweise, Koran, Wunder und so lasse ich heute. Ich komme nur ungefähr mit solchen Beispielen. Weil das sind Beispiele, die die Sahabe überzeugt haben. Beweise des Prophetentums. Vers 111. Hier wird über die Munafikun gesprochen. Über die Leute von Ahlul Kitab wieder. Wieder das eine von eben. Guck mal. Diese Sache wurde im dritten Jahr nach der Hijra offenbart. Was sagt er hier? Sie werden euch keinen Schaden zufügen, außer beleidigen. Und wenn sie gegen euch kämpfen, werden sie euch den Rücken kehren. Und hierauf wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Das geht um die Ahlul Kitab in Medina. Und genau das ist passiert. Es hätte alles ganz anders kommen können. Sie haben den Rücken gekehrt. Genau das, wie das da passiert. Zu diesem Zeitpunkt war noch keine Schlacht von Banu Nadir gewesen, jene Stamm von Bani oder der Banu Qurayza. Dann, nächste Sache. Sure 5, Vers 67. O du Gesandter, übermittelt, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn, das ist Sure Al-Maida, Vers 67, übermittelt, was von deinem Herrn zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist. Wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Gewiss, Allah leite das ungläubige Volk nicht recht. So. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass der Prophet a.s.w. Also es geht hier darum, dass er die Botschaft übermitteln soll. Er soll alles übermitteln. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass der Prophet a.s.w. stirbt, bevor er die Botschaft vollendet hat? Wie groß war die Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeit war groß. Wenn er ein falscher Prophet gewesen wäre, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Er hatte so viele Feinde. Es gab Munafikun in Medina. Es gab bestimmte Judenstämme in Medina. Es gab von außerhalb Leute, die versucht haben, was zu tun. Und es ist tatsächlich mehrmals passiert, dass man versucht hat, ihn zu töten. Einmal war der Prophet a.s. bei einer Schlacht gewesen, sind sie rausgegangen, hat sein Schwert über einen Baum, gehangen. Und da kam ein Mann an und hat das Schwert genommen und sagte zum Propheten, wer will dich jetzt von mir schützen? Was sagt der Prophet? Allah. Und ihm fällt das Schwert aus der Hand. Dann nimmt der Prophet a.s. das Schwert auf und sagt, wer will dich jetzt von mir schützen? Dann sagt er, Allah. Hat er gesagt, ich werde, also er hat darum gebeten, dass er freigelassen wird und er hat gesagt, ich werde niemandem gegen dich helfen und werde nicht gegen dich kämpfen. Hat der Prophet ihn laufen lassen. Bei IS wäre das nicht möglich gewesen, nur mal so nebenbei. Ja? So. Also bei denen wirst du sogar geschlachtet, wenn du die Shahada sagst. Das ist ein Murtad, der lügt nur. Ja, ist eine Tatsache. Haben wir ja alles, da stehen die ja live zu. Ist ja nicht etwas, was man über die erfindet. Das ist ja etwas, wo es um sich steht. Der Prophet a.s.w. lässt den laufen, obwohl die Shahada nicht gesagt hat, obwohl der ihn töten wollte. Also der hätte alles Recht der Welt gehabt, diesen Typen abzuhaken sozusagen. Ja? Aber bei denen, da wird sogar jemand, der die Shahada sagt, umgebracht. So. 8, Vers 11. Jetzt eine Sache, das ist auch wieder so etwas. Die waren bei der Schlacht von Badr und auf einmal kam über die ganzen Soldaten eine Schläfrigkeit. Auf einmal, hier wird das erwähnt,
als er, Allah, Schläfrigkeit euch überkommen ließ, als Gefühl der Sicherheit. Und durch dieses Gefühl, durch diese Schläfrigkeit haben wir auf einmal ein Gefühl der Sicherheit bekommen. Ja? Es kam auf einmal, kam dieses Gefühl der Schläfrigkeit wie ein Wunder. Von ihm und Wasser von mir auf habe ich herabgesandt, um euch damit zu reinigen und das Unheil des Satans von euch zu entfernen, um eure Herzen zu stärken und eure Füße damit zu festigen. Wo ist hier der Beweis? Guck mal, das steht im Koran. Das haben die mitbekommen. Das heißt, hier, das ist wie ein Wunder. Da kommt auf einmal eine Schläfrigkeit runter, die kriegen das alle mit. Wo kommt die denn her? 314 Soldaten kriegen das alle mit. Und jetzt wird das hier erwähnt, wenn das nicht stimmen würde, dann würden sie alle sagen, hä, ich war doch bei der Schlacht dabei gewesen. Was steht denn im Koran, was wurde denn da offenbart? Aber wie kommt das denn, auf einmal alle Schläfrigkeit bekommen? Es wird jemand sagen, ja, vielleicht war da, ist ein Gas ausgeflossen, eine Gaspipeline. In Saudi-Arabien gibt es ja viel Erdgas und so weiter, war vielleicht nicht. Aber was ich damit sagen, was habe ich eben gesagt? Mit dem Mordfall, wer die Wahrheit nicht sehen will, sieht die Wahrheit nicht. Und wir haben gesagt, die Beweise setzen sich zusammen wie ein Puzzle. Okay? So. Sure 9, Vers 40. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien vertrieben, als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss Allah ist mit uns. Da sah Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Herrschern, die er nicht sah, und erniedrigt das Wort derjenigen, die den Glauben verweigerten, während das Wort Allahs doch das Höchste ist. Wo ist hier der Beweis? Guck mal, der Prophet a.s. war bei der Auswanderung in der Höhle gewesen. Und die sind tatsächlich mit ihren Spurensuchern an die Höhle gekommen. An die Höhle gekommen. Aber sie haben ihn nicht gesehen. Abu Bakr meinte zu ihm, wenn sie jetzt runtergucken zu den Füßen, dann sehen die uns. Warum nur so zu machen? Die stehen schon, die sind schon von Mekka 8 Kilometer, weil die Höhle ist damals 8 Kilometer von Mekka entfernt gewesen. Heute ist ja Mekka viel größer als damals. 8 Kilometer gelatscht, den Berg noch hoch und stehen genau vor der Höhle und können ihn nicht sehen. Jetzt muss der Beweis, Abu Bakr war dabei, die Leute drumherum, die ihm geholfen haben, Abdullah, seine Tochter Esma, die war hochschwanger, kam jeden Tag, hat ihnen Essen gebracht. Diese Sache hat sich verbreitet. Abu Bakr war einer von denen, die mit am festesten an den Propheten geglaubt haben. Das ist jetzt nicht so ein Beweis wie eben, wo 314 Leute das gesehen haben, aber zumindest Abu Bakr war ja live dabei gewesen, hat das live miterlebt. 900, die einmal kurz raus. Hat das live, Abu Bakr hat das live miterlebt, dieses Wunder. Jetzt geht's weiter. Sure 22, Al-Hajj, Vers 39 bis 41. Erlaubt, guck mal, als der Prophet ausgewandert ist, kam dieser Vers herab. Hört mal genau zu. Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Das ist übrigens hier ein Grund, warum der Dschihad, der Kampf auf dem Weg Allahs, registriert wurde. Sie sind vertrieben worden, ihnen ist Unrecht zugefügt worden. Und Allah hat wahrlich Macht, ihnen zu helfen, die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagten, unser Herr ist Allah. Wenn Allah nicht die einen Menschen auf die anderen abgewehrt hätte, so wären für wahr Mönchsklausen, Kirchen, Bethäuser und Gebetsstätten zerstört worden, in denen Allahs Name häufig genannt wird. Und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Ihnen, die, wenn ihnen eine feste Stellung auf der Erde verliehen, das Gebet verrichten, die Abgabe richten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. Und Allah gehört das Ende der Angelegenheit. Wo ist hier der Beweis? Die, wenn ihnen eine feste Stellung auf der Erde gegeben wird, das ist ein Hinweis darauf, dass diese Leute, die gerade vertrieben worden sind, ihr müsst euch ja vorstellen, die Zukunft ist ja komplett ungewiss. Jahre vorher sind schon
ungefähr 7 Jahre vorher sind schon sogar davor noch, weit vorher sind Leute nach Abessinien ausgewandert und die haben ja auch da keinen Staat aufbauen können. Jetzt diese Auswanderung nach Medina, was sagt er? Was sagt Allah? Die, denen eine feste Stelle geben wird, die das Gebet verrichten und so weiter. Das ist ein Hinweis darauf. Das ist tatsächlich das, was passiert ist. 28,85, das ist Hudul Qasas. Derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher einem... Guck mal, das ist jetzt die Auswanderung. Hört euch das genau an. Stellt euch vor, der Prophet, a.s.w., wird aus Mekka vertrieben. Er ist 53 Jahre alt. Das Durchschnittsalter damals war viel geringer gewesen. Du bist auch mit 53 schon häufig tot gewesen. Es gab dort Kriege ohne Ende und so weiter und so fort. Was sagt Allah jetzt zu ihm? Hört genau zu. Das ist hier bei der Auswanderung. Derjenige, der dir den Koran, oder das ist sogar davor noch, ja, so. Derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Das heißt, Allah sagt ihm hier, du wirst nach Mekka zurückkehren. Du wirst nach Mekka zurückkehren. Das konnte man damals gar nicht wissen. Es gab nichts, was ferner war als das. Es gab keinen Durchbruch. Aber das wird gesagt. Jetzt stell dir vor, du bist dabei und dann erlebst du das tatsächlich im 10. Jahr nach der Auswanderung. Sie kommen wieder nach Mekka. Sie sind wieder da. Überleg mal, das gibt der Eroberung von Mekka nochmal einen ganz anderen Geschmack. Ihr müsst euch das vorstellen. Die waren total unterdrückt. Dann haben sie die Auswanderung gemacht und es war nicht so, als wenn nach der Auswanderung direkt alles Friede, Freude, Eierkuchen in Medina gewesen ist, sondern es gab große Probleme dort in der Anfangszeit. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Kopf der Munafikun, Banu Qurayza, Banu Nadir und Banu Kaynuqa, die haben alle viel Probleme gemacht und von außen kamen die Quraysh. Überleg mal, im dritten Jahr nach Hijra haben sie eine Armee von 3000 Leuten nach Mekka, nach Medina geschickt, von Mekka nach Medina, um die Muslime alle umzubringen. Nur 2 Jahre später haben sie eine Armee von 10.000 Leuten geschickt, um die Leute abzuschlachten. So eine Armee gab es damals gar nicht auf der arabischen Halbinsel. Das heißt, es war sehr, sehr schwer. Und nach dieser Schlacht mit den 10.000, als sie die abgewehrt haben, da kam sozusagen eine Wende. Das dazu. So jetzt, 33, Vers 9. O, die ihr glaubt, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als Heerscharen zu euch kamen. Da sandten wir gegen sie einen Wind und Heerscharen, die ihr nicht sagt. Hier geht es um die Schlacht von Al-Ahzab, die Schlacht, die ich gerade genannt habe, wo die mit 10.000 kamen. Wie sind die besiegt worden? Das ist eine lange Geschichte, diese Grabenschlacht. Das ist eine lange Geschichte, aber in erster Linie, weil voll der Sturm gekommen ist und die total auseinandergenommen hat. Sie haben sich verteidigt durch einen Graben, den sie gegraben haben. Und dieser Graben, da gibt es heute noch die Spuren von, den haben die in 2 Wochen damals in einem steinigen Gebiet oder weniger als 2 Wochen ausgegraben. Dieser Graben war 5 Meter breit, 5 Meter tief und 12 Kilometer lang. Das ist schon ein Wunder in sich selber. Das schaffst du heute noch nicht mal mit dem Caterpillar. Das haben die mit ihren Händen und mit ihren Schaufeln und mit ihren Dingern, die sie damals hatten. Das waren keine Schaufeln wie heute auf der... Das war schon ein Wunder in sich selber. Und dann kommen die und belagern die Stadt und was zerstört sie im Endeffekt? Es gab mehrere Sachen, aber einer der Hauptgründe war dieser Wind, der gekommen ist. Stell dir vor, du bist bei so einer Schlacht und auf einmal siehst du, Allah sendet voll den Sturm gegen die. Ist wieder so ein Puzzlestückchen, wieder. Stell dir vor, du bist dabei. Das ist das, was die Sahaba so stark gemacht hat, weil die haben diese Sachen live gesehen. Und jetzt erwähnt Allah das im Koran. Da kam ein Wind von Allah. So, das heißt, wenn das nicht gewesen wäre, was hätten die Sahaba gesagt? Hä? Stimmt doch gar nicht, da war doch gar kein Wind. Aber die haben das miterlebt. Die Leute, die in Medina lebten, die haben das miterlebt und deswegen waren die so standhaft, weil die diese ganzen Sachen gesehen haben. Das sind ja, wie gesagt, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Weiter im Text. Jetzt kommt auch etwas Krasses. Sura 54. Näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Gespalten hat sich der Mond. Versuch dich in die Lage zu versetzen, die Leute, die damals da waren. Der Prophet a.s. wurde herausgefordert und hat den Mond gespalten. Der Mond hat wieder zusammengesetzt. Heute sieht man auf NASA-Bildern, sieht man so eine Naht. Natürlich dann sagen einige, ja, nee, das sind nur Graben und so weiter und so fort. Aber man sieht das so. Okay. Und selbst wenn man es nicht sehen würde, wäre ja kein Problem. Auf jeden Fall. Jetzt steht hier der Mond hat sich gespalten. Die Leute, die damals da waren, hör, lesen das im Koran. Wenn das nicht passiert wäre, was hätten die gesagt? Das stimmt doch gar nicht. Wo hat sich denn der Mond gespalten? Aber das sind Sachen, die die miterlebt haben, die die gesehen haben. Und es gibt sogar Dokumente von einem König aus Indien, der das selber auch mitbekommen hat und dann den Islam angenommen hat. Jetzt kommt das. Die Quraysh. Die Mushrikun der Quraysh, des Stammes Quraysh in Mekka. Die stärksten Feinde des Propheten waren. Und die Juden. Kein einziger von denen hat gesagt, weil solche Sachen werden uns immer überliefert. Wir sehen auch Sachen, kritische Stimmen wird uns überliefert. Die meisten Islamkritiker berufen sich auf bestimmte Sachen, die in unserer Tradition sind. Wie viele Frauen hatte der Prophet, wie alt war Aisha bei der Heirat und so weiter. Und die berufen sich auf diese Sachen, die sie bei uns teilweise finden. Weil alles aufgezählt wird. Da gibt es manchmal authentische Aussagen, manchmal unauthentische. Aber es gibt noch nicht mal unauthentische Aussagen, dass die gesagt haben, stimmt doch gar nicht. Was erzählst du hier? Bei dir im Koran, ihr lest den Koran vor, der Mond hat sich gespannt, hat sich gerade der Mond gespannt. Was haben die gesagt? Was haben die gesagt? Magier, Zauberer. Ihr müsst keine Antwort geben, ich frage. Ich habe eben gesagt, keine Antwort geben, weil wir müssen das immer rausschneiden. Was haben die gesagt? Hier. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen, fortdauernde Zauberei. Kommt danach in den Vers. Das heißt, die geben zu, tatsächlich, der Mond hat sich gespalten, aber der hat unsere Augen verzaubert. Das stimmt gar nicht. Das heißt, das sind wieder Sachen, und jetzt überleg dir, du bist einer der Sahaba und erlebst das selber mit. Stell dir mal vor, was du für Zweifel hättest an ihm, wenn du das nicht selber miterlebt hättest oder von vielen Leuten gehört hättest, dass das tatsächlich so war, weil vielleicht warst du ja schon am Schlafen. Aber deswegen waren die Sahaba so standhaft. Das waren Beweise für die sie gesehen haben. Live. Und das steht dann im Koran. Das ist sozusagen ein historischer Beleg für uns davon. Weiter im Text. Jetzt kommt zum Beispiel ein Vers. Man muss immer überlegen. So, hier steht: Sind etwa eure Ungläubigen besser als jene, oder gibt es für euch einen Freispruch in den Schriften? Oder sie sagen, wir halten zusammen und werden siegen. Sura 54, Vers 43, 54. Es geht um die Quraysh. Sie sagen, wir halten zusammen und wir werden siegen. Jetzt sagt Allah, die Ansammlung wird gewiss besiegt werden und sie werden den Rücken kehren. Das heißt, es wurde schon in Mekka vorhergesagt, dass die Quraysh gegen ihn kämpfen werden. Die werden nicht Ruhe geben und die werden sich sammeln. Und dann werden die besiegt werden und werden den Rücken kehren. Und genau das ist passiert. Guck mal, wie überzeugt musste er davon gewesen sein, dass das die Wahrheit ist. Wenn er ein falscher Prophet gewesen wäre und wüsste, darf er nicht erzählen, stimmt vielleicht falsch. Guck mal, wie viele Sachen der hier erwähnt hat, die dann nachher so eingetroffen sind. Der müsste ja so tollkühn sein, dass... Guck mal, nehmt mal nur das Beispiel mit den Römern. Wenn du ein falscher Prophet wärst, ja, und du willst die Leute davon überzeugen, du bist ein richtiger Prophet. Dann sagst du doch nicht, in 3 Jahren wird Schalke 04 die Champions League gewinnen. Weil du weißt ja ganz genau, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert wird, die ist so gering. Selbst wenn es passiert, die ist so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, ich kann doch überführt werden als falscher Prophet. Der falsche Prophet will ja nicht als falscher Prophet überführt werden. Und hier wieder genau solche Sachen. Er würde ja alles dafür tun, nicht als falscher Prophet überführt zu werden. So, 59, Vers 11 und 12. Das ist Surat der Versammlung.
Siehst du nicht jene, sie heucheln, sie sagen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind von den Leuten der Schrift, ja, das ist Ben und Nadir mit gemeint, wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet, werden wir ganz gewiss mit euch vorziehen. Und wir werden niemals jemand gegen euch gehorchen. Und wenn gegen euch tatsächlich gekämpft wird, werden wir euch ganz gewiss helfen. Das sagen die. Was sagt Allah jetzt? Doch Allah bezeugt, dass sie lügen. Allah bezeugt, dass sie lügen. Das heißt, sie sagen, wir kämpfen mit euch, wir gehen mit euch raus. Wenn ihr vertrieben werdet, wir machen mit euch mit. Allah bezeugt, die lügen. Und dann sagt Allah, wenn die tatsächlich vertrieben werden, werden sie nicht mit ihnen vorziehen. Wenn die tatsächlich gegen sie gekämpft wird, werden sie ihnen nicht helfen. Und wenn sie ihnen auch tatsächlich helfen sollten, werden sie ganz gewisse Brücken kehren. Und hierauf wird ihnen selbst keine Hilfe zuteil werden. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Sie haben die Brücken gekehrt, haben nicht geholfen und haben die im Stich gelassen, haben vorher auf gut Deutsch die Fresse groß aufgerissen. Aber wenn die Fresse groß aufreißt, dann musst du antreten. So, hier, Sure 74. Hier wird berichtet über einen, guck mal, wie viele Feinde des Islams haben am Ende den Islam noch angenommen? Wie viele Feinde des Islams haben am Ende, die waren voll die Feinde des Islams und Jahre später, 20 Jahre später haben sie den Islam noch angenommen. In Surah Al-Mudathir wird berichtet von Al-Walid ibn Al-Mughira. Und es wird praktisch indirekt darauf hingewiesen, dass er in die Hölle gehen wird. Ja? Lass mich allein mit dem, den ich allein erschaffen habe und dem ich ausgelegten Besitz gegeben habe und Söhne als ständige Begleiter anwesend, dem ich alles schön zurecht gemacht habe. Doch begehrt er hierauf, dass ich ihm noch mehr gebe. Keineswegs. Er ist gegen unsere Zeichen, also gegen die Verse Allahs, wiederholt widerspenstig gewesen. Ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Tod ihn, wie er abgewogen hat. Abermals Tod ihn, wie er abgewogen hat. Hierauf hat er geschaut, hierauf hat er düster geblickt. Und ein düsteres Gesicht gemacht. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Er sagt, das ist nur Zauberei, die überliefert wird. Das sind nun die Worte von Menschenwesen. Das heißt, er sagt hier praktisch, diese Person wird so bleiben. Die ist genauso geblieben. Und der Prophet hatte immer Hoffnung. Er hat mit Abu Talib, der sein Onkel war, bis zum am Sterbebett Dawa gemacht. Anderes Beispiel, Sutul Mesed, genau dasselbe. Überlegt, Abu Lahab. Es wird über Abu Lahab gesagt, dass er in die Hölle gehen wird. Wann ist das? Wann war das? Das war gewesen, ganz am Anfang, als der Prophet angefangen hat, nachdem er 3 Jahre im Geheimen gepredigt hat, ganz am Anfang, als er öffentlich gepredigt hat, wird diese Sura abgesandt, dass der in die Hölle gehen wird. Das ist sein Onkel. Und der ist erst nach der Hijra gestorben. Das heißt, wie viele Jahre hat er Zeit? Über 10 Jahre. Aber warum hat der Prophet, warum steht das im Koran? Warum hat der Prophet, wenn er ein falscher Prophet gewesen war, der wäre so, weil er war so sicher, warum er das eine Offenbarung von Allah ist. Wenn er ein falscher Prophet gewesen wäre, er wäre sich niemals sicher gewesen, dass diese Person in die Hölle geht. Wie soll er sich da sicher sein? Ein falscher Prophet will doch gehört werden. Ein falscher Prophet will, dass sie ihn akzeptieren. Er geht hiermit das Risiko ein, dass er sagt, ich nehme Islam. Mit einem Wort hat er Islam angenommen, ist die ganze Botschaft zerstört. Das ist das, was ich wie gesagt sagen wollte. Und das waren jetzt mehr so Beweise, die die Sahaba so im Glauben gestärkt haben. Und wie gesagt, das sind nur einige wenige von den ganz vielen Beweisen. Das ist mein Wort von heute. Akulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.